Erste Lizenz in der Tasche. Nun können wir mit dem Luftpostbetrieb loslegen. Der Postminister ist durchaus geneigt, uns noch weitere Lizenzen zu erteilen. Was der gute Mann nicht wissen muss, da uns der Staat nach Maßgabe des transportierten Gewichtes bezahlt, brauchen wir nur genügend dicke Werbebroschüren unseres eigenen Unternehmens in alle Haushalte zu verschicken. Und schon lohnt sich die Sache. Noch nie machten Reklamesendungen so glücklich. Und damit willkommen zur dritten Folge der fünften Mission von Transport Fever. Und ich muss mich entschuldigen, ich nehme das hier in einer Session auf und habe gerade den Cut gesetzt an der Stelle, wo dieses aufgeploppt ist. Deswegen fehlt uns jetzt die erste Sekunde des netten Sprechers da. Das tut mir leid, kann ich leider jetzt nicht mehr rückgängig machen. Aber, jo. Wie ihr da seht, wir können jetzt unsere erste Fluglinie einrichten. Und das wird interessant. So, für jede Linie, was haben wir? Richte mindestens 4 Linien zwischen je 2 Städten ein. Und setze auf jeder Linie ein einziges Flugzeug ein. Also nur eins pro Linie. Okay, ja, dann machen wir mit dem Plan hier, mit diesem Umwegflug hier mit Umsteigen und so gar nicht so daneben. Post wird in regulären Passagierflugzeugen transportiert. Ach so, wir transportieren Post. Okay, gut. Für jede Linie, die diese Bedingung erfüllt, erhältst du am Ende eines Monats 100.000. Oh, das ist aber okay. Das ist nett. Gut, dann wir richten mal. Zumindest mal die erste Linie. Zack, da. Linie von San Diego Airport nach Phoenix Airport. San Diego, Phoenix. Da packen wir uns jetzt noch einen Flieger drauf. Welchen nehmen wir denn? Der kann 162, 175. Kostet das Doppelte. In der Anschaffung nicht ganz das Doppelte, aber im Betrieb. 30 Jahre. Kapazität 1 bei beiden. Die ist nicht ganz so lange verfügbar, ob uns das betrifft, ich weiß es nicht. Ach komm, mach mal einen auf modern. Kaufen wir unseren Ding. Und die fliegt San Diego Phoenix. Können wir doch direkt mal verfolgen, das Ding, oder? Am Airport wartet noch nichts. Na komm, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Das Ding ist zwar im Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen, die wir im Moment zur Verfügung haben, verhältnismäßig schnell, aber nicht? Also, alles klar, auf geht's. Was ist denn das? Ist das ein Grafikbug hier oder wie? Was wedelt denn hier rum? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, guckt euch das mal an. Ist das ein Mod? Habe ich jetzt hier einen Mod ausgewählt eventuell? Und der funktioniert nicht so hundertprozentig. Das würde mir jetzt leid tun. Aber ich meine nicht, dass ich Flugzeuge abonniert habe im Workshop oder als Mod geladen. Ich weiß es nicht. Falls einer zuschaut, der das weiß, auch wenn es noch nicht ganz so viele Zuschauer sind, weist mich mal drauf hin. Sagt mir mal Bescheid, ob das eine Mod ist. Ich meine, wäre für uns jetzt nicht so schlimm. Na, jetzt funktioniert's. Aber das Ding dreht sich doch auf der Landebahn nicht im Kreis. Das ist doch totaler Blödsinn. Oder ist das, weil das eingesunken ist im Boden und das Game denkt jetzt, da wäre
weiß ich nicht, irgendwie Traktion da. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Mod ist, die noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Irgendeine Beta-Mod. Schauen wir mal. Also, beschleunigen wir das Ganze mal noch ein bisschen, weil das dauert hier echt ganz schön. Mit diesen lahmen Krücken, wie sieht es denn eigentlich hier mit dem Flughafen aus? Da wartet auch nichts. Okay, also zum Ausgleich kriegen wir dann ja die 100.000 jeden Monat. Ja, das ist eine Mod, ich sehe es gerade hier, das ist auch kein Vorschaubild. Tut mir leid, Leute. Wollen wir es umtauschen? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal fliegen, weil es fliegt. Und für die anderen Fluglinien nehmen wir dann das, was keine Mod ist. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Das tut mir auch wirklich leid. Das war so nicht geplant. Und Gottes Willen, was ist denn hier los? Hier wartet unglaublich viel am Bahnhof. Wir können unsere Züge erweitern. Aber ganz gewaltig. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal so laufen. Weil die verdienen ganz gut und unser Hauptaugenmerk sollte woanders drauf liegen. Das machen wir, wenn die dann tatsächlich mal ein Alter erreicht haben, wo sich das lohnt. Ja. Da kümmern wir uns mal darum. Okay, also das machen wir hier auf jeden Fall. Das sollte ja auch noch weiterlaufen hier und auch noch weiterhin Geld bringen. Wie sieht es denn aus mit Vegas? Vegas würde ich jetzt gerne anschließen, weil das werden sowieso das zwei Linien. Das Örtchen Las Vegas ist ein verschlafenes Nest. Ja. Das könnte sich ändern, wenn man nur das Problem mit dem Wasser in den Griff bekommen würde. Verschlafen, ne? Die meiste Zeit fehlt es. Und wenn es dann doch mal regnet, ist alles sofort überschwemmt. Oh. Eine Gelegenheit für Präsident Hoover, seine Beliebtheitswerte nach oben zu korrigieren und sich selbst ein Denkmal zu setzen. Wenn wir beim Bau eines Staudamms am Colorado River helfen, wird man uns mit der Landeerlaubnis für Las Vegas reich beschenken. Liefer Baumaterial für den Bau des Hoover Dams. Mach mal. Das wird der Damm, hä? Ja, das wird mal ganz gewaltig, der Damm. Und die brauchen... Wie viel brauchen sie? 100 Baumaterial, Obergrenze ist 500. Also... Ich weiß aber nicht, ob die dann weiterhin akzeptieren, wenn wir hier einmal fertig sind. Keine Ahnung. Ist das hier oder? Ja, also mit Steinen können wir das natürlich auch machen, das Baumaterial. Und hier haben wir welches. Könnte man da ein Schiff einsetzen? Können wir hier durchschippern? Wir können hier durchschippern. Ja, das ist doch quasi Wink mit dem Zaunspfahl. Da ist der ganze Zaun samt Garten noch dran. Da werden wir höchstwahrscheinlich tatsächlich ein Schiff nehmen. Warum auch nicht? Machen wir uns den Spaß mal. Bringt auch wieder ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte. Also schlecht ist das nie. Anzahl Terminals, das sollte uns eigentlich eins reichen. Da müssen wir jetzt nicht so maßlos übertreiben. Außerhalb schiffbaren Gewässer. Kann ich hier nicht irgendwo ran? Das gibt's doch gar nicht. Ach, okay. Also kann ich relativ weit vor hier mit der Nummer. Terrainangleichung ist halt so eine Sache. Also hier oben kann ich auf jeden Fall hin. Die Frage ist, habe ich dann noch mal die Industrie im Einzugsbereich? Warte mal, hier geht's auch hin. Das könnte noch ausreichen. Machen wir hier natürlich eine ordentliche Schneise rein, ne? Aber so ist, muss ich mal gucken. Entschuldigung. Hier haben wir die Landstraßen, ja, die können auch ein bisschen schneller befahren werden. So, das sollte sich jetzt noch ausgehen, denke ich. Jawohl, das geht sich auch noch aus. Alles klar, da bringen wir nämlich die Steine hier rüber. Und wie sieht denn das aus? Könnten wir in Erwägung ziehen? Ja. Wir können tatsächlich die Baumaterialien gleich weiterbringen. Dann macht das Schiff doppelte Einnahmen. Da brauche ich keine Extralinie aufbauen. Das machen wir so. Ja.
Das möchte ich gern so haben. Sollte ja auch geklappt haben. Ja, aber ganz, ganz locker. So. Entschuldigung, ich kann mir das Scrollen mit der rechten Maustaste einfach nicht kurzfristig abgewöhnen. Tut mir echt leid. Aber das kriege ich einfach nicht hin. So, dann hier noch hin. Steigung zu groß, das habe ich fast geahnt. Das ist natürlich echt übel, gell? Ich hoffe, das reicht noch. Ah, haha. Nicht im Ernst jetzt, oder? Verdammt! Okay, wie komme ich da am besten runter? Ich könnte höchstens den Dock nochmal wegnehmen. Und gucken, wo ich sonst noch so hin könnte. Hier wird es hingehen. Da müsste ich geradeaus hochziehen können. Wenn das jetzt reichen würde. Jawohl, das reicht. Gut, wunderbar. Das hat jetzt doch noch super funktioniert. Da hinten kommen wir sowieso nicht weiter. Das heißt, wir können uns auch hier gleich unsere Werft hinsetzen. Achso, ja, das blöde Ding braucht ja jetzt auch wieder einen Straßenanschluss. Naja, trotzdem, das machen wir schon. So. Oder braucht es das nicht mehr? Wurde das weggepatcht? Jawohl, das wurde weggepatcht. Okay. Dann hätte ich gerne mal 1, 2, vielleicht 3 Schiffe. Welches kann denn was? Das kann Passagiere. Das kann Passagiere. Das kann Rohöl, Öl, Treibstoff. Alles klar, das ist ein Tanker. Und das hier ist ein, ja, Güterschiff sozusagen. Das kann 100 Einheiten. Das ist natürlich ordentlich. Ja. Das ist nicht besonders schnell. Aber, ja, doch, das machen wir so. Da richten wir uns mal unsere Schiffslinie ein hier. Zack, von da. Nach da. Und dann nach da. Und dann fährst du zurück. Genau so ist das. Und zwar bist du Las Vegas Baumaterial. Und das ist sogar gut, wenn wir das in einem Rutsch hier alles machen, weil dann können wir die Linie dann nämlich am Ende, ja, entweder wir bauen sie insofern um, dass wir das Baumaterial abholen, oder wir legen die Linie dann still, weil die ja dann wahrscheinlich nichts mehr abnehmen werden. Ne? Müssen wir mal schauen, wie das dann läuft. Okay, jetzt erstmal Schiffe kaufen. Du warst 1, 2, 3 hätte ich gern. Und die schicken wir jetzt einfach mal pauschal auf die Linie. Dann gucken wir mal, was passiert. Die Kisten sind natürlich wirklich langsam. Also, Und die Frage ist, wie verteilen sie sich? Wäre jetzt schön gewesen, wenn eins kleiner hier rangefahren wäre. Sieht aber nicht danach aus, was sehr schade ist. Dann haben wir hier nämlich immer noch keine Linienbenutzung und ja. Puh, naja gut, gucken wir mal, wie das anläuft. Während wir hier allerdings trotzdem ja ganz gut Geld verdienen, können wir uns ja schon mal bei anderen Städten umgucken. Wo wollen wir denn von Vegas dann eventuell hin? Also das wären dann 2 Linien. Das heißt, wir könnten noch 2 andere von Vegas wegführen. Da hätten wir unsere 4 Linien. Und das wäre optimal, weil dann gehe ich nämlich noch nach Los Angeles und Santa Barbara von Las Vegas aus. Und dann haben wir unsere 4 Linien. Und San Diego wird über Umwege erreicht. Was machen eigentlich unsere Flieger? Nehmen die was ein? Nicht so richtig, ja? Oder was macht unser Flieger? Post wird automatisch mit Passagieren transportiert. Ach, hier wartet sogar jemand. Kapazität von 1. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wie sieht es mit dem anderen aus?
Die haben beide nur eine Kapazität von 1, also von daher ist das vollkommen egal. Könnte an dem Skript liegen, was in der Mission hier läuft. Wer weiß. Nun gut, okay, die Schiffe haben 11 Minuten. Takt, ich weiß nicht, machen die hier hinten schon was? Ne, die haben auch noch keine Linienbenutzung. Ah, die teilen sich natürlich nicht so optimal auf hier. Ja. Naja, wir schauen mal, was daraus wird. Gucken wir mal, was möchte denn L.A.? Rund um Los Angeles wächst eine betriebsame Flugzeugindustrie heran. In Long Beach hat sich Donald Wills Douglas mit seiner Douglas Aircraft Company niedergelassen. In Hollywood die Lockheed Aircraft Company und in Burbank bastelt der umtriebige Industriellensohn Howard Hughes in einer Baracke an neuen Modellen. Wenn wir die Flugzeughersteller mit allerlei notwendigem Gerät beliefern, dürfen wir den Flughafen von Los Angeles benutzen. Alles klar, wir haben Maschinen dahin zu liefern. Gut. Ah, wo kriegt man die am besten her? Ich habe hier irgendwo eine Maschinenfabrik gesehen schon mal auf der Karte. Klar, logisch, kommen wir auch gar nicht drum rum. Also hier könnten wir schon mal Eisen und Kohle einsammeln und könnten das hier weiterverarbeiten zu Stahl und Schlacke. Schlacke müssen wir eigentlich auch abholen. Müssen wir mal gucken, ob sich das dann noch was bringt, das hier hochzuschaffen. Hier werden wir wahrscheinlich Nahrung hinbringen müssen, so wie das hier aussieht. Das deutet sich zumindest an. Aber, wo kann ich Maschinen bauen? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade wirklich nicht. Hier hatten wir unsere Ölindustrie. Ja, sagt mal Leute, bin ich blind? Unten ist nur die Ölquelle. Ach, hier, da ist es doch. Na, ich bin Drops. Okay, na dann ist das ja eigentlich alles halb so problematisch. Wo ist denn Los Angeles das Industriegebiet? Hier hinten. Das gefällt mir noch besser. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das machen wir. Und das machen wir nicht mal per Bahn. Das machen wir tatsächlich per LKW. Oder? Obwohl, nee. Zumindest die Zulieferung, das hat mit LKW, glaube ich, nicht viel Sinn. Weil mit dem Zug können wir beides gleichzeitig anliefern. Wir könnten aber den Stahl dann abholen mit LKWs hier rüber und dann auf dem Rückweg. Oh, Industrieboom. Ich habe da gar nicht dafür gesorgt. Das haben die selber gemacht. Aber gut. Ach, Mensch, wie machen wir es denn? Oder was auch eine Variante wäre. Das müsste auch funktionieren. Was sagen denn unsere Straßenfahrzeuge, was sie laden können? Beliebig. Also keine Einschränkungen in der Ladung. Also was auch funktionieren könnte, ist aber halt umständlich. Ich hätte es gesagt, erst Eisen holen, dahin schaffen. Kohle holen, dahin schaffen, Stahl aufladen, dahin schaffen, Maschinen aufladen, dahin schaffen, zurückfahren, von vorne beginnen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob das so gut funktioniert. Dann muss ich wahrscheinlich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich guck mal, was Santa Barbara denn gerne hätte. Vielleicht machen wir erstmal das. Und das mit der Route überlege ich mir. Ein verheerendes Erdbeben hat die halbe Stadt zerstört. Autsch. Um den Wiederaufbau zu finanzieren, greifen die hiesigen Unternehmer zu ungewöhnlichen Mitteln. Auf einem Schiff, das vor der Küste kreuzt, trifft sich regelmäßig eine illustre Runde zum Kartenspiel. Am Pokertisch könnte es uns gelingen, die Landeerlaubnis für den Flughafen in Santa Barbara zu ergattern. Das Pokerschiff finden. Gibt's eine Alternative?
irgendwie so hier ein bisschen Nahrung hinliefern oder so, dass sie genug Kraft haben, um wieder aufzubauen oder ja, haben wir es doch. Hier trifft sich alles, was in der wachsenden Wirtschaft Kaliforniens Rang und Namen hat. Mit Kleingeld werden wir nicht weit kommen. Wenn wir die Lizenz ergattern wollen, müssen wir wohl aufs Ganze gehen. Hm. Aber 5 Millionen können wir uns doch problemlos leisten. Ja, dann setzen wir das. Oh, das war nichts. Weil er unseren gesamten Einsatz erhalten hat, erlaubt uns unser Pokerpartner netterweise sein Rollfeld zu benutzen. Wie großzügig. Alles klar. Dann können wir jetzt eine zweite Fluglinie einrichten. Und dann werde ich die Folge auch beenden. Wir sind ja schon ganz gut in der Zeit. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal, wie ich das hier löse. Aber eventuell würde ich es so machen, ja. Na, ja, schauen wir mal. Eventuell, wenn jemand Lust hat zu kommentieren, dann bitte mal drunter, was ihr davon haltet. Falls denn genug Zuschauer zusammenkommen, um da was zu kommentieren. Haut ruhig mal raus, was ihr darüber denkt. Und wir richten jetzt erstmal die Fluglinie hier von Santa Barbara nach Vegas ein. Oder? War das noch Vegas? Nee, das war... Ahahaha, Vegas läuft ja noch gar nicht, verdammt. Nee, dann können wir das ja noch gar nicht einrichten. Na, sowas Doofes. Das ist doof. Das ist wirklich reichlich doof. Da hauen wir die Linie erst nochmal weg. Wir gucken uns mal an, wie es mit unseren Schiffen hier läuft. Müssen wir, ob wir da optimieren müssen. Also hier ist noch ein, was Baumstämme, der ist noch nicht mal umgeschaltet. Der nutzt gar keine Linie. Ach du Gottchen. Wieso nicht? Also angeschlossen ist er auch. Was ist denn hier los? Das Vegas Baumaterial. Also grundsätzlich müsste es eigentlich funktionieren, weil der bringt die den Stein nach hier. Und das ist auch angeschlossen. Der macht aus Stein macht der Baumaterial. Das hier ist ein Oder. Also muss ich keine Schlange anliefern. Das passt auf jeden Fall so. Und nimm dann das Baumaterial mit und bringt es nach hier. Und das ist auch angeschlossen. Also eigentlich, ich kann allerhöchstens versuchen, mehr Schiffe drauf zu packen. Oder ist das hier buggy, dass er das gar nicht so für voll nimmt, hier die ganze Geschichte. Dass der Anschluss hier gar nicht so gut funktioniert, wie er das behauptet. Hm. Ich weiß nicht. Ich würde erstmal versuchen wollen, den Dock hier eventuell... Ach, Moment mal. Habe ich eigentlich wirklich... Ich habe keine Frachthäfen genommen, oder? Ich habe Passagierdocks genommen. Ich Trottel. Na, aber garantiert. Das kann ja nicht funktionieren. Ach, Leute. Das war jetzt mal wieder so ein typischer Ich. Ne? Aber natürlich, ja, dann kann der auch keine Linie verwenden. Ja, dann ist ja auch ein riesen Passagierzeichen dran, ich Idiot. Ach, Leute. Das passiert mir aber echt mit allen anderen Frachten auch. Ne? Beziehungsweise allen anderen Verkehrstypen.
auch ab und an, dass ich das echt noch vertausche, beziehungsweise nicht darauf achte, ob ich jetzt auch wirklich das Richtige habe. Also, nee. Danny, Alter, kannst du nicht bringen. So, aber jetzt, du bist erstmal ruhig hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auf Ja springt. Alles klar, da haben wir die Zeit doch noch sinnvoll genutzt, nämlich einen ganz massiven Fehler gefunden. Und komm, das setzen wir mal nochmal. Ja, hier kommt das an, sehr schön. Da setze ich jetzt aber trotzdem noch einmal wenigstens noch mal zwei Schiffe hinterher. Damit sich hier was tut. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Ich bin jetzt soweit eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden, da jetzt auch unsere Schiffsroute funktioniert. Weil wir brauchen definitiv erstmal Vegas für die nächste Route hier und ich überlege mir dann, was wir hier machen. Und dann können wir alles miteinander verknüpfen. Das wird schön. Und das war's für diese Ausgabe. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich ohne mich weiter zu versprechen. Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Haut rein!